Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt. Auf jeden Fall hat mir The DJ New Style hat mir das auf jeden Fall gesagt, dass es ein kleiner Hack von ihm ist. Deshalb steht da ja auch The DJ New Style 2012. Ich frage mich, warum er mich gefragt hat. Okay, ich frage mich nicht wirklich, warum er mich gefragt hat, weil jeder weiß, ich bin der beste Mario-Spieler der Welt und ich habe am meisten Ahnung. Nicht wie dieser andere Idiot da, den es da gibt auf der Welt, da irgendwo ganz weit weg. Nein, er hat mich einfach gefragt, ob ich sein Hack mal probieren könnte. Das hat mich natürlich geehrt und habe ich gesagt, nein. Jetzt mache ich es trotzdem, um ihn zu verarschen. Nein, ich soll einfach mal gucken, wie er ist und ich soll meine Meinung sagen. Ich bin schlecht, also gucken wir einfach mal. Ich lasse mich überraschen. Hallo, dies ist ein kleiner netter Hack von dem DJ New Style. Ich hoffe es, du magst es. Ach ja, und Saves darfst du benutzen. Da muss ich ja mal gucken, wo die sind. Ich habe lange nicht mehr Save States gebraucht. 2, 4. 2, 4. Ein Level. Das ist doch mal super. Gucken wir mal hier rein, da habe ich nicht so viel Angst und kann ein bisschen üben. Juhu. Jetzt machen wir mal überhaupt nicht hier jemanden nach. Oh, das Yoshi-Haus wurde nicht verändert. Na dann. Nur schade, dass noch kein Yoshi irgendwo hier dabei ist, oder? Ich mag Yoshi, deshalb ist das wirklich schade. Es ist schade, dass das hier nicht verändert ist. Weil das ist natürlich immer so, warum Leute die Hacks spielen. Ich kenne da niemanden, aber wenn jemand Hacks spielt, das ist halt immer so ein bisschen, guck mal, er schwebt. Geil. Ich bin wie ihr Vögel. Das ist einfach, man spielt so oft und dann ist jede Veränderung schön, weil man sieht dieses Bild hier so oft. Warum hat Nintendo eigentlich diese Vögel da oben eingebaut, wenn die eh sonst unwichtig sind? Ja, okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Safe State, okay, hab ich. Das wird vielleicht euch Geräusche machen, tut mir leid. Aber ich habe Safe States nicht an meinen. Oh, Custom Music auf der Weltmap. Nicht wirklich. Keine Custom Music, aber andere Musik als sonst. Boah, habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich werde jetzt sowas von failen. Oh, ich will hier durch. Durch dieses Eis. The DJ New Style oder TDN hat mir gesagt, das ist nicht so ein schwerer Hack. Und den schaffe selbst ich. Da bin ich mal gespannt. Ich kann jetzt nicht so, deshalb, ich möchte keine Kaizo-Spiele machen, weil ich auch mit dem Safe State nicht so gut bin. Und ich habe gesagt, ich werde alles kommentieren. Das hier war zum Beispiel, das ist schon mal ganz schön, dass es wirklich neu wirkt und nicht einfach nur platt und langweilig, sondern wirklich wie ein, was willst du von mir? Ah, super, dass du es hierher gefunden hast. Tipp, Bridge, Ghost, House, Cave, Castle, Water, Lions, Forest, Ende. Soll ich das jetzt aufschreiben? Ich habe irgendwie keinen Bock. Warte, ich nehme hier mal was. Bridge, Ghost, Cave, Castle. Kommt da noch irgendwas? Waterlines. Ich weiß nicht mal, was das ist alles. Also, Waterlines. Und Forest, was ist das? Ein Supermarkt? Okay, Ende. Ich mag's. Das ist zum Beispiel auch, was ich positiv finde. Ah. Oh, bitch, please. Das finde ich zum Beispiel sehr positiv. Ich mag das, wenn hier so Sachen geschrieben werden, weil ich finde, das wird viel zu selten gemacht. Man könnte das richtig ausnutzen mit Geschichte und so. Ich finde es ja immer doof, wenn ein geiler Hack eine Kackgeschichte hat. Das ist dann so schade drum, finde ich immer. Weil, wenn schon, denn schon. Muss ja nicht jetzt gleich ein überraschendes Ende oder sowas haben oder Twists, aber man kann noch ein bisschen Geschichte einbauen. Muss ja nicht immer, oh, Mario sucht irgendwas. Mario stirbt irgendwie. Aber ich auf jeden Fall. Ich bin ganz oben. Ich bleib oben. Also bisher finde ich sehr cool alles. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich darüber. Achso, okay. Nein! Ich hasse es, klein zu sein. Also ich habe nichts gegen klein sein, aber hier in dem Spiel. Oh, okay. LOL. Das Gute, also das zum Beispiel gibt es im Original ja schon.
dieses Level, dieses Leben bekommen. Nur ist es halt, okay, es ist hier schön gemacht, dass es nicht das gleiche nochmal ist. Also es ist das gleiche, aber nicht auf der gleichen Art und Weise. Bloß jetzt habe ich die eine Münze nicht eingesammelt. Och Manu. Das war super. Ich bin so schlecht. Ich werde bald hoffentlich mal wieder ein Mario-Spiel spielen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Den will ich behalten. Oh geil, Feuer. Und dann werde ich wieder ein bisschen üben. Aber es wird wohl eher ein NES-Mario. Da bin ich mal gespannt. Weil irgendwie will ich mal wieder ein bisschen Jump'n'Run üben. Weil ich echt schlecht wurde. Bis jetzt gefällt es mir, weil man nicht wirklich die benutzen muss, die mache ich irgendwas falsch? Nein. Okay. Die Safe States. Eigentlich benutze ich die nur gerade nur, damit ich nicht danach nochmal da hoch muss, weil ich zu doof bin abzuspringen. Aber ich will natürlich oben lang. Geheimnisse liebe ich, ja. Oh nein! Fische, wie konntet ihr nur? Für ein Leben. Oh, noch ein Leben. Oh, okay. Jetzt laufe ich natürlich zurück, um zu gucken, was ich verpasst habe. Ah, nur fucking Fische. Niemand interessiert. Okay. Dann bin ich halt klein. Was soll's. Klein ist fein und sollte auch mal sein. Kann man mal machen. okay, ich sollte mir jetzt sagen. Also, es ist ja jetzt ein Vanilla-Hack. Als Profi weiß ich natürlich den Fachjargon. Oh. Hä? Verarsch? Ja, komm mit. Fragezeichen. Das heißt, es wurden keine Sachen dazu getan. Was natürlich manchmal ohne Motte. Hallo Motte, ich hasse dich. Oder bist du eine Motte? Was natürlich manchmal langweilig ist, also Hacks, also so Zusätze. Plus einige machen dann nur Custom Sprites, das ist so neue Zeichnungen und so. Was aber manchmal ziemlich billig wirken kann, wenn der Rest langweilig ist. Und hier zum Beispiel habe ich das Gefühl, obwohl es mit den alten Sachen gemacht ist, und das meine ich ja, dass es trotzdem eine Art neues, also Mario, so neue Level für Mario, und das finde ich halt cool. Ich will darüber. Was mache ich denn jetzt? So, komm mal hier rüber. Komm mal her. Ach so, warte. Ich könnte natürlich auch auf die springen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber seht ihr, wie ich voll die Sprungattacke hier benutze und es nicht schaffe? Und mir denke, mir egal. Nein, es ist. Ich denke immer so. Es ist doch cool, wenn man mal neue Level hat, die Spaß machen. So wie die Original-Level damals von Mario World, deine Mutter. Und das ist hier bisher gegeben, New Style. Stalker! Und daher... Nein, ich weiß gar nicht, kann man auf die... Oh, ich bin so dumm wie Butterstulle. Nicht wie Brot, weil Butter hat... noch Kulturen drin. Ach, was soll das kommen jetzt? Ich bin... Klein ist sowieso besser. Oh nein, ich hasse dich, weil man kriegt da nicht mal was. Oh, ich habe vergessen. Das mache ich damit. Was wollte ich sagen? Genau. Hier muss bestimmt oben irgendwo hin. Das ist ein Geisterhaus. Oh, okay. Wartet kurz. Ich kann es probieren. Nein! Lasst mich! Kann ich da nicht hoch? Nein, ich kann auf den scheinbar nicht hoch. Hm. Aber ich denke mal, man hätte auch oben lang gehen können. Boah, ist der penetrant! I hate you! Ah! Nein! Ich muss mich so konzentrieren! Wegen diesem Kack! Der tote Lakito ist echt mal nicht Jesus. Huch. Okay, das war auch cool, dass man gesehen...
Kann man da nicht rüber? Kann man nicht auf die. Doch, kann man doch. Meine ich doch. Bewegen die sich anders? Oder ist es. Nee. Das sieht wirklich so aus, als ob sie was wären. Soll ich jetzt nach unten? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, man darf nicht nach unten fallen. Ich hatte recht. Hä? Ist das jetzt gemacht, damit man. Ja. Sich verarscht fühlen kann. Bestimmt muss ich irgendwie nochmal hoch, oder? Das ist doch Verarsche. Aber bis jetzt gefällt es mir ziemlich. Also, hast du eigentlich bei Freaky was eingeschickt? Ah, ich schaff's nicht. Komm, 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 komm. Yay! Ich bin so toll. Ich bin der beste Mario-Spieler der Welt. Ihr habt's nicht gesehen. Wow. Und wie oft ich jetzt hier voll die Drehattacke mache, lobt mich. Muss ich das zurücknehmen? Das ist doch sowas, was ich. Das finde ich immer so schrecklich, wenn das wenn das welche machen, ihren Hex. Jetzt nicht das hier, das ist in Ordnung. Bloß einige, die es voll übertreiben. Wo man dann extrem weit laufen muss und so. Oh, das war knapp. Das schaffe ich. Och, Manno. Irgendwie, ne, bist du auch ein bisschen gemein. Aber ich denke mal, ich muss den jetzt mitnehmen und kann dann oben bei dem großen Buhu vorbei. Also kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß es nicht genau. Wir werden es ja sehen. Was soll ich noch dazu sagen? Es macht Spaß. Kannst ruhig weitermachen. Ich finde, du hast halt, also du machst jetzt nicht so wie bei anderen, die voll die. Ja. Hä? Oh fuck. Wartet. Was wollt ihr von. Was will er jetzt von mir? Du machst jetzt nicht diese Sachen wie andere mit diesen Extras und so, aber du machst. Ich kann aber damit nicht springen. Hi, ich bin jetzt rübergekommen mit dem großen Bu, der ist erst hier gekommen, als ich den P-Switch nicht mehr hatte. Und jetzt ist das hier. Ich bin verwirrt. Also da musste ich gar nicht hin. War alles umsonst. Ja, dann muss ich jetzt gucken, wie ich weiterkomme. Dann habe ich jetzt das Secret Exit wirklich noch nicht gefunden. Dann muss ich nochmal los den P-Block holen. Wartet. Oh Mann. Wie kann man nur so nerven? Ich wollte oben lang, aber. Hate you so much. Halt doch mal die. Okay, Geisterhäuser. Ich finde sie immer lustig, aber sie nerven einen richtig an. Und jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr. Weil Geisterhäuser. Na okay, vielleicht wäre es nicht so schlimm, wäre dieser blöde. Oh, nicht hier. Nein, 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 nein. Ach so, da oben sind Stacheln. Hallo. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ach Mann. Okay, jetzt Konzentration. Und wir gucken mal, wie wir da durchkommen. Gar nicht, würde ich sagen. Was könnt ihr denn übersehen haben? Wirklich? Ich kann es gar nicht schaffen. Ich kann nicht schnell genug sein. What the fuck? Oh mein Gott, du bist das schlimmste Ding ever.
Lasst mich doch alle in Ruhe. Na okay, wir sehen uns wieder, wenn ich den P-Switch wieder habe. Ich habe scheinbar irgendwas übersehen. Bis dann. Tach, da sind wir wieder. Beim P-Switch. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was er mir damit sagen möchte. So, speichern und dann gucken wir mal. Okay, wie gesagt, meine Kritik. Wow, meine Kritik ist toll gemacht eigentlich. Also es gibt ja nichts so, wo man wirklich... Es gibt nichts, wo man irgendwie durchfallen kann, was total unfair ist oder... Und es könnte gut sein, dass ich einfach nur so dumm bin, dass ich es nicht sehe. Aber ich mehr als ausprobieren kann ich... Oh mein Gott. Ja, okay, doch da, wo Münzen sind. Oh Mann, hör doch mal auf! I hate you! Ich spring da jetzt wieder durch. Ich müsste einfach nur nach rechts gehen. Das hätte ich mir alles ersparen können. Ich glaube es nicht. Schon wieder ein Fragezeichen. Warte mal, es ist so ein langes Level. Jetzt als nächstes kommt eine Cave, eine Höhle. Jo. Oh. Ein Selbstmordraum. Wie sympathisch. Wo ich zugucken kann. Das ist ja unheimlich. Und das ist ein Raum, der Slowdowns hat. Was natürlich nicht so toll ist. Oh. What the fuck? What the fuck? Wie soll ich das denn schaffen? Okay, ich schaff das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich nicht. Dann muss ich oben rüber. Ja, ich schaffe aber es nicht mal hier durch. Nein, ich schaffe es nicht. Ich bin einfach zu. Ich spiele zu selten Mario, um die Sachen zu verstehen, die ich machen soll. Ah, okay. Ah, ich habe es geschafft und ich bin so glücklich. Das ist für mich was Besonderes. Ich nehme es einfach mal mit, zur Sicherheit. Oder auch nicht. Vielleicht ist die Sicherheit nicht gegeben, wenn ich ihn in Hand behalte und er wieder aufwacht. Wie bei den Nutten. Oh nein, und auch noch welche, die mit... Fragezeichen! Das ist auch eine schöne Idee. Das ist nicht dieses Your Princess Nether Castle, sondern eher so, jetzt so. Das ist ganz lustig gemacht. Das Dumme ist, das ist doch Hardcore. Woher soll ich denn wissen, was wo rauskommt? Das lernt man auch in der Schule. Ja, komm. Nicht du. Du auch nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich muss auch hier rüberspringen. Ja, spring mal nicht rüber. Hör auf, mich zu bewerfen. Ah, fuck. Okay, ich bin sowieso gestorben. Ah, oh, Mann, ist das schwer. Ich muss eigentlich die States auch mal auswendig lernen. Ha. Ah. Ich schaff's. Juhu! Aber was war der Tipp? Nur so als Frage. Der Tipp war ja der Reihenfolge nach. Cave Castle. Jetzt war ich in Castle. Waterline als nächstes. Das heißt, hier ist ein T. The DJ New Style. Jo. Bisschen narzisstisch, aber nur ein bisschen. Um zu zeigen, man sollte sich vielleicht nicht. Ich weiß auch nicht. Oh, ich schieß dich tot. Ich schieß dich tot, du Sau. Arschloch. Ich mag die gar nicht. Deshalb würde ich gerne ein Mario World 2 von Disney. Von Disney. Du mich auch, Gate. Von
Okay, ich muss darüber. Von Mann! Von Nintendo haben, damit sie neue Sachen einbauen können. Und damit meine ich jetzt nicht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich nicht richtig reden kann. Konnte ich oben lang? Na, scheinbar. Ist ja auch egal. Ach, ich liebe dich umzubringen. Ich will dich umbringen. Und damit meine ich jetzt nicht. Oh, wieso kann ich die nicht umbringen? Und damit meine ich nicht diese von der Wii oder so, sondern richtig Mario World 2 mit neuen Ideen und neuen Gegnern. So dass man sogar sagt, so, dass sogar Fans sagen, ja, das passt, ja, das können wir als neue mit einnehmen. Aber es geht ja sowieso nicht mehr so was Cooles. Mario World wird eigentlich das Spiel bleiben, das am besten gehackt werden kann und etc. Das ist schon traurig. Obwohl viele andere Spiele werden nicht so groß und benutzt. Man könnte ja auch einige Rollenspiele und sowas gut mal dazu brauchen. Wasser kann dich unter folgenden Momenten nerven. Du benutzt die Textbox. Du bewegst dich nach oben. Okay. Also nicht die Textbox benutzen. Wasser kann dich nerven. Okay, ich bin gespannt. Aber wiederum, wie gesagt, negativ nur. Na, eigentlich kein Negativ. Jetzt eben war ich einfach nur zu dumm. Negativ an dem Hack würde ich sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist zu wenig da. Also, manchmal ist es zu fertig. Ich kann es nicht richtig erklären. Wie jetzt zum Beispiel. Es ist super, es ist schön gemacht, es ist lustig gemacht, es ist ganz neu. Man hat da wirklich das Gefühl, man wird verarscht. Soll ich da rüber? Soll ich mitspringen? Ja, okay, ich guck mal. Vielleicht muss ich da ja mit hochspringen. Ja, okay, geht so rum. Weil man hat nie das Gefühl, oh, das ist abgeguckt von Mario World, oh, das ist einfallslos. Aber man hat so, ich habe manchmal das Gefühl, muss ich sagen, das hat man bei Mario World nicht so oft, dass man so alleine und so. Ah, Wasser, okay. Dass man so ein bisschen. Weiß nicht, es ist so leer teilweise. Das finde ich schade. Water. Nee, Water, das ist Englisch, das kann ich nicht. Sorry. Okay. Und nu? Ich muss da irgendwie raufkommen. Wo ist denn das andere Teil? Willst du mich verarschen? Ja, scheinbar will er mich verarschen. Aktiviere ich irgendwas? Wenn der Textbock kommt oder wenn du nach oben willst, dann kann dich Wasser nerven. Ja, okay. Das habe ich verstanden. Nur komme ich ja nicht an das andere ran. Da. Komm hoch. Bitch. Verstehe ich nicht. Ich sterbe. Pupse. Water. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Nur jetzt bin ich hier und werde mit nach unten gezogen. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo ich nicht weiterkomme und euch nicht unterhalten kann, weil ich zu dumm bin. Dumm. Und ich mache das W zu einem V. Dann steht da.
Vater. Dann macht es Sinn. Dann ist es deutsch. Siehste? Hä? Das ist auf jeden Fall die Waterline. Das ist, so viel weiß ich. Aber ich bin zu doof, darauf zu kommen. Textbox. Wann kann Wasser nerven? Bei einer Textbox und. Hä? Willkommen zurück zum Hack von The New. DJ New Style, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen genervt, denn ich musste. Ich hab ihn gefragt. Können ein bisschen Musik hören. Ich habe ihn gefragt, was ich machen soll, weil ich nicht weiterkam. Und die Rätselslösung ist, nicht hier gegenspringen, weil das Wasser dann unten verschwindet. Und deshalb musste ich nochmal hierher spielen. Und das ist natürlich, das geht gar nicht. ja, das ist ein bisschen nervtötend, weil sowas hasse ich. Nochmal wiederholen. Wiederholungen finde ich zum Kotzen. Das ist sehr langweilig. Und ich muss zugeben, dadurch beim Wiederholen ist mir auch aufgefallen, einige Sachen, die mich vorher gestört haben. Das, was ich gut fand, das stimmt immer noch. Aber gestört hat zum Beispiel, dass man viele Sachen oft blind machen musste. Und das hat mich beim nochmal Spielen, obwohl ich wusste, wo ich hin musste, manchmal genervt, weil dann springt man irgendwo hin und dann musste man auf gut Glück hinspringen und das war nicht so toll. Das hier aber finde ich gar nicht gut. Ich weiß nicht, das soll ein Witz sein, aber dass das Wasser weggeht, hätte ja auch sein können, dass es später wieder herkommt oder so. Die Idee, dass es etwas passiert, wenn man dagegen kommt, da bin ich für. Also, wenn man hier so gegentritt und dann passiert irgendwas und dann gibt es ein Rätsel dafür, super. Nur nicht, dass man nicht weiterschaffen kann. Und dann, wenn es dann heißt, ja, hättest ja ein Safe State machen können, na, das macht man nicht. Das finde ich blöd, weil, naja, ist halt so. Ich finde es nicht gut. Würde bei mir extrem Minus geben, würde es eine Note oder sowas geben. Eigentlich würde ich auch, hätte er es mir nicht gesagt und würde ich ihn nicht schon kennen und so. Das meine ich. Das ist so ein bisschen. Ich würde dann wohl eventuell auch gar nicht weiterspielen. Das ist nicht, weil ich irgendwie bitchig bin oder so, sondern einfach nur, weil es gibt so viele Spiele und Hacks und Sachen und Dingens, dass ich einfach dann in dem Moment denken würde, nö, dann spiele ich halt dein Hack nicht weiter. Mir doch egal. Ne? Das meine ich nur. Ist ja auch nicht so gemein, nur Water. Ah. Slowdowns. Ich hoffe, das liegt nicht am meinem Computer. What? So. Und jetzt werde ich natürlich weiterspielen. Ich habe es ihm versprochen, wie gesagt. Weil, wär es jetzt, wären wir jetzt hier bei Freaky und seinem Eure Hex, würde ich wohl verstehen, wenn er sagt, nö, komm, fick dich. Ah, die hasse ich, weil man die irgendwie nicht umbringen kann. Außer mit einem Stern oder mit einem Cooper-Panzer. Das finde ich heftig. Ich habe jetzt gerade meine Liste gar nicht da, aber wir müssten bald durch sein. Weil Waterline war, glaube ich, das drittletzte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt schießen wir uns einfach mal durch. Und ich komme zu meinem Fazit, würde ich mal sagen. Damit ich am Ende nicht mal so viel labern muss. Das langweilt. Ah! Das langweilt vielleicht. Was ich sagen wollte ist. Es stimmt immer noch. Es ist teilweise leer. Also, wie gesagt, ich finde es toll, weil man nicht das Gefühl hat, man spielt Mario World. Man spielt ein Mario World 2, so gesehen. Und das ist positiv. Es ist nur so, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich bin dumm. Ich habe das Gefühl, ja, das stimmt wohl. What the fuck? Ich dachte, ich schaff's noch. What, ich schaff's. Nein, ich schaff's nicht. Mann, was ist denn das? Das ist teilweise halt so trist ist. Es ist schön alles eingebaut und aufgebaut, aber ich kann es nicht richtig begreifen. Aber ich habe das Gefühl, hier, es kommt ein Gegner und dann war es das wieder. Und das finde ich halt schade drum. What? Ob ich das wohl mitnehmen muss?
nehme mal lieber mit, ne? So. Und das ist schade. Weil es fehlen irgendwie so Kleinigkeiten, die es liebenswert machen. Mann! Ich bin nicht über diesen. Auch im Original bin ich im. Okay, hätte ich nicht mitnehmen müssen. Bin ich im Waldlevel extrem schlecht. Daher. Oh, und diese, da freue ich mich ja dann später drauf, wenn die vorkommt. Oh Mann! Ah! Okay, so. Kann ich die nicht erschießen mit Feuer? Das macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb, diese Feuer sind so nervtötend. Mann, wir sind durch. Da waren hinter noch Münzen. Ich probiere mal rüber zu springen, ob ich das schaffe. Ich kann nicht mal raufspringen. Ach Leute, ich bin so schlecht. Okay, was mache ich? Komm mal her, ich probiere mal es so. Ist egal, bin ich halt klein. Mir egal. So. Nein, man kann nicht rüber. Nee, kann man nicht. Okay, was sollen die Münzen denn dahinter? Verarsch. Das hasse ich. Oh, das kommt gleich was. Entschuldigung. Vielleicht steht er da drin oder so. Nee, er verarscht einfach nur. Obwohl es ja sowieso egal ist mit dem Level. Mit dem Leben. Ich muss ja eh Safe States benutzen, weil. Würde man hier ohne Safe State spielen und sterben, müsste man ganz von vorne anfangen. Ich verstehe nicht, was das 2 zu 4 bedeutet. 2, 4. Egal. Wir gehen nochmal zu Yoshis Haus. Vielleicht ist er wieder da. Na. Das zum Beispiel könnte man machen. Das hier, dass sich vielleicht sowas verändert oder so. Dass man vielleicht mal ein bisschen Leben in das Ganze bringt. Jetzt nicht bei dir. Keine Sorge. Ich meine jetzt überhaupt den Hex. Man könnte ja mal hier so ein Yoshi hin tun, dass man hier wirklich, oder zwischendrin mal ein Haus, nach ein paar Leveln, dass man so das Gefühl hat, man kann sich auch mal ausruhen. Das würde ich bei Hex gerne sehen. Meine finale Note, du bist gut in Selbstlevel erschaffen. Also das habe ich ja schon gesagt. Also ich habe auch keine Fehler gesehen oder sowas, wie bei anderen oft. Das hat mir gefallen. Das mit dem langen Level, ohne dazwischen irgendwie zu speichern, das ist so eher so nervtötend. Also ich bin ja eher so ein Feind von es nervt, deshalb spiele ich es. Nein, also ich möchte trotzdem Spaß dran haben. Und wären es einzelne kleine Level oder würdest du es in 3 kleine Level oder sowas unterteilen, dann würde es noch gehen. Dann hätte man immer wieder das Gefühl, durchatmen zu können. So war das halt ein paar hintereinander, ein paar kleine hintereinander, die selbst aber keine Seele hatten, aber neu waren. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist es eigentlich. Neue Sachen, das kannst du gut, die aber keine Seele so gesehen haben. Also würdest du da vielleicht noch ein paar Custom-Sachen reinbringen, ein bisschen noch mehr... Es ist wie ein Raum. Du bist Architekt, aber kein Inneneinrichter. Du kannst gut das Haus, den Raum machen, aber nicht Inneneinrichtung. Du bräuchtest vielleicht ein bisschen Inneneinrichtung, ein bisschen schön, dass man sowas zu gucken hat. Vielleicht noch ein bisschen noch was nicht, weil bei dir ist einfach gehört alles dazu zum Level. Vielleicht noch so irgendwie ein paar Plattformen, die nicht dazu gehören. Einfach damit man das Gefühl hat, man springt durch eine Welt und nicht einfach durch ein Level. Und ich glaube mal, das ist bei vielen Hacks das Problem. Jo, das würde ich sagen. Ansonsten hat es mir gefallen, sonst würde ich es ja nicht noch durchspielen. Auch wenn ich es 2-mal machen musste, das gibt Minus. Einfach weglassen, das Teil. Oder dass am Ende steht, wenn du kein Wasser hast, musst du zurück. Also wenn man zurückgehen könnte und nochmal gegenspringen, dass das Wasser wiederkommt, dann wäre das ja noch so eine Sache von, ich dussel, ja, okay, dann muss ich zurück. Aber nicht sich umbringen müssen, um ganz von vorne anzufangen. Wenn er macht das am ersten Level, das ist vielleicht lol.
aber nicht ganz am Ende. Das, finde ich, kann man nicht bringen. Ja, okay, jetzt habe ich ja gar keine Folge voll bekommen. Das ist natürlich dumm, mal gucken, wie ich das mache. Mach weiter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt kein Mario-Experte. Ich springe hier noch ein bisschen mit den Vögeln rum. Vögeln, Vögeln! Okay, oh, schäm. Schnell ins Feuer. Mir ist so kalt, mir ist so kalt. Ich musste ins Wasser, und es war so kalt. Und irgendwie, und wie gesagt, ich will mal ein Heck. Entweder will ich ein Heck, wo die von Anfang an sagen, es gibt keine Geschichte, es gibt einfach nur so richtig geile Level. Dann wiederum frage ich mich, warum nicht sich ein paar Leute mal zusammensetzen und Designer, Schreiber, Hack-Ersteller, Architekten hier so, Leute, die Ideen haben, warum nicht mal ein Hack zusammen machen? Es gibt immer nur so einer. Und eine Person kann meistens eine Sache ganz gut und andere Sachen nicht so gut. Und wenn man so überlegt, jemand, der tolle Ideen hat, sich mal mit jemandem zusammensetzt, der es wirklich kann, dieses Zusammensetzen, dann könnte ein richtig guter Hack entstehen. Und dann würde ich auch sagen, eine tolle Geschichte vielleicht mit eigenen Custom-Grafiken, die passen, die Sinn machen, guter Humor, gute Level mit super Struktur und Rätseln. Das mag ich ja auch, muss ich zugeben. Irgendein Hack hatte das mal, der auch nach oben und unten ging, aber nicht nervtötend, nicht immer hin und her laufen, sondern wo du einfach das Gefühl hattest, ja, ich gehe durchs ganze Level und es macht Sinn und Spaß. Und da wünschte ich mir gerne mal, dass das so ein paar sich zusammentun. Und wenn sowas mal passiert, ich würde auch ein paar Custom Graphics oder sowas machen oder mich irgendwie versuchen zusammenzusetzen. Da hätte ich nichts dagegen. Bloß ich habe halt mit dem anderen keine Ahnung von. Daher finde ich es immer so ein bisschen schade. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Das war Mario. Ich bin schlecht in Mario. Aber nicht so schlecht wie ein Blinder ohne Arme. Da muss man mehr lassen. Also, bisschen hier, ne? Ich bin auch nicht nur scheiße. Doch bin ich. Okay, bis dann. Ciao. Bim, bim, bim.